mein Sith Lord, ich bedauere, dass unsere Wege sich trennen. Aus Respekt wollte ich dabei sein, um euer Schicksal zu erleben. Wisst ihr, was ich an euch schätze, Quinn? Euren Sinn für das Theatralische. In diesem Fall habe ich für die Kulisse gesorgt. Das ist sehr schmerzhaft für mich, aber das alles war eine Falle. Es gibt kein Kriegsrecht und keinen speziellen Signalsender. Barras ist mein wahrer Meister. Ich habe euch hergelockt, um euch zu ermorden. Wenn ihr euch mit diesem Narren verbündet habt, werde ich keine Gnade walten lassen. Ich werde sein Schicksal gern teilen, wenn ich euch dadurch aufhalten kann. Ihr habt unzählige loyale Imperiale vernichtet, während viele Feinde entkamen. Ich bin überzeugt, dass ihr nicht im Sinne des Imperiums handelt. Bei Barras weiß ich wenigstens, dass er wirklich versucht, den Krieg zu gewinnen. Sobald ihr tot seid, wird eure Crew sich entweder Barras und mir anschließen oder sterben. Ich dachte wirklich, ihr wärt schlauer. Ich werde euch zeigen, wie schlau ich bin. Nachdem ich euch die ganze Zeit im Kampf beobachtet habe, kenne ich eure Stärken und Schwächen zur Genüge. Diese Kriegsdroiden wurden speziell für den Kampf gegen euch programmiert. Ich habe eine Chance von beinahe 0% berechnet, dass sie versagen. Euer Vertrauen in Wahrscheinlichkeiten ist eure größte Schwäche. Wenn überhaupt, unterschätze ich die Chancen meiner Droiden. Ihr werdet sehen, dass sie praktisch immun gegen euch sind. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste, mein Sith Lord. Ist schiefgelaufen. Ich habe alles genau berechnet. Ihr solltet tot sein. Das beweist eure Unfähigkeit. Ich bin besser ohne jemanden dran, der so einen Fehler macht. Vielleicht habt ihr recht. Ich habe euch verraten. Mich mit eurem schlimmsten Feind verschworen. Ich erwarte keine Gnade von euch. Es ist nutzlos, mir Widerstand zu leisten. Ich werde euch am Leben lassen. Und wir werden sehen, ob ihr mein Vertrauen wiedererlangen könnt. Mein Sith Lord, ich... Das kommt unerwartet. Darth Barras würde ein solches Versagen niemals vergeben. Wenn ihr mir gestattet, weiter unter euch dienen zu dürfen, werdet ihr meine Hingabe niemals wieder hinterfragen müssen. Das nächste Mal werde ich nicht zögern, euch zu vernichten. Es wird kein nächstes Mal geben, das schwöre ich. Diese Unterbrechung hat euch lange genug aufgehalten. Ich kann es kaum erwarten, zum Schiff zurückzukehren und das hinter uns zu lassen. Das Schiff ist da drüben. Macht euch bereit für den Abflug. Ich werde in Kürze folgen. Natürlich, mein Sith Lord. Eine Sache noch, mein Sith Lord. Werdet ihr den anderen sagen, was geschehen ist? Niemand darf davon erfahren. Es würde eure Führungsqualitäten schwächen. Habt ihr mich verstanden? Das weiß ich zu schätzen, mein Sith Lord. Ich sehe euch auf dem Schiff.